Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ein neues Civilization Update wird in Kürze erscheinen. Es heißt das Herbst 2017 Update. Und ich muss sagen, ich bin ja schon immer in freudiger Erwartung auf diese Patches. Denn als großer Civilization-Fan muss man noch sagen, dass der sechste Teil, ja, wie soll ich sagen, noch größeres Entwicklungspotenzial hat. Formulieren wir es mal vorsichtig. Und insofern war ich sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Und insbesondere, als ich gesehen habe, hier die Überschrift Rounding Out Religion, dass sie offenbar das Religionssystem angehen wollen. Denn in der Tat, wie ich finde, ist das so der schwächste und langweiligste und auch nervigste Teil der Mechaniken von Civilization 6. Da ist einfach so ein Einheiten-Spam, der über die Karte nervt und man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass man relevante Dinge tut, viel Micromanagement. Ich finde es wirklich nicht gelungen, diese ganze Mechanik. Und insofern schön, dass sie da ansetzen. So, was machen sie? Es gibt neue Glauben und religiöse Einheiten, zwei neue Pantheons, okay, und zwei neue Gebäude und ein Kriegsmönch. So weit, so gut. Ja, okay, das ist jetzt keine veränderte Mechanik, sondern einfach noch ein bisschen was dazu. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber jetzt kommt's. Sie haben gehört, dass viele sich eine tiefere Erfahrung wünschen und haben also jetzt den religiösen Kampf erneuert. Und zwar, religiöse Einheiten haben jetzt Kontrollzonen und erhalten Flanken und Unterstützungsbonus im religiösen Kampf. Und die Guru-Support-Einheiten können jetzt religiöse Einheiten heilen. Oh mein Gott, Leute. Als ich das gelesen habe, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Wie blöd ist das denn? Also, das jetzt schon schwache Feature wird jetzt durch eine sinnlose Komplexität, eine Pseudokomplexität, die quasi einfach nur ein paar Elemente aus dem richtigen Kampf hier übernimmt, aufgehübscht. Das ist absurd. Wie soll ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich meine, das ist schon jetzt absurd. Aber stellt euch das mal historisch vor. Da gibt's jetzt also eine religiöse Auseinandersetzung in einer Stadt. Und die wird jetzt dadurch stärker beeinflusst, weil ein zweiter Prediger die Leute noch von der Seite anquatscht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meinte, wenn man das weiterdenken würde, müsste man eigentlich jetzt auch anfangen, Fernkampfeinheiten für den Religionskampf einzuführen, nach dem Motto, dass die dann aus der zweiten Reihe noch ihre heiligen Schriften werfen können. Oder vielleicht auch noch eine Idee, dass sie nach dem Motto, eine feste Burg ist unser Gott, dass sie jetzt ihre Gebetsbänke zu Barrikaden aufbauen können und damit man noch einen Defensivbonus bekommt. Leute, das ist doch absurd. Also, ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Das zeugt von meines Erachtens von totaler Kreativitätslosigkeit, von Einfallslosigkeit. Bei diesem so interessanten Thema, Leute. Also Religion, das hat doch sehr viel mit kultureller Überzeugung, mit Ausstrahlung, mit verschiedenen Ideologien und so weiter zusammen. Da kann man doch was machen, aber einfach jetzt ein Kampfsystem nochmal parallel zu etablieren, das war schon in der Anfangsmechanik absurd und jetzt wird es immer absurder. Ich kann einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Schade, schade, schade. Tja, darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Sachen, nette Sachen, zugegebenermaßen, die Flotten und so weiter sollen intelligenter agieren, der KI und ein paar Veränderungen im Interface und so weiter. Nichts wirklich Gravierendes. Und ich muss sagen, ein Jahr nach Erscheinen des Spiels ist der Zustand doch inzwischen enttäuschend. Viele Civ-Fans haben sich ja so ein bisschen vertröstet und gesagt, Civ 5 war in der Vanilla-Version oder am Anfang auch nicht toll und erst durch die Add-ons wird es richtig gut. Aber Leute, jetzt ist ein Jahr schon vergangen und es ist noch nichts in Aussicht an wirklichen Add-ons. Und die Richtung, die hier eingeschlagen wird von den Entwicklern, die macht mich doch jetzt sehr skeptisch und eher hoffnungsloser, was die Zukunft dieses Teils angeht. Tja, schade drum. Also entschuldige hier meine Häme, die kommt eigentlich aus einer großen Liebe heraus gegenüber dem Spiel. Aber was hier passiert, das finde ich im Moment enttäuschend. Aber wollen wir mal die Hoffnung nicht aufgeben, wir haben Zeit.
das ist auf jeden Fall jetzt kein Grund für mich, jetzt nochmal wieder tief einzusteigen. Ich hoffe jetzt wirklich mal bald auf ein Add-on und dann bin ich auch wieder bei Civ 6 und dann heben wir das auch wieder zurück auf dem Kanal, hoffentlich dann mit einem neuen Community-Let's Play. Aber solange sich da nicht Wesentliches tut, erstmal ohne mich. Ja, also drückt die Daumen, bis bald, macht's gut, euer Steinballen.